Ja, dann sagt der Karl-Heinz Wildmann so auch ein paar Worte in Richtung TSV 1860. Ich bin nur froh, dass der mit gestimmt da vor anderthalb Jahren gekommen ist und den Verein in der letzten Saison schon vor dem Abstieg gerettet hat, weil er war da und schon wahnsinnig Punkte auf dem Konto mehr. Das heißt also zwei Siege und ein Unentschieden und es ist natürlich auch einer, der sehr viel arbeitet für den Verein. Und dass es natürlich ohne Geld machen muss, das ist auch, glaube ich, das haben wir ja auch nicht gehabt zu meiner Zeit. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie der Gerichtsvollzieher da war in der zweiten Woche meiner Tätigkeit und die Mehrwertsteuer verlangt hat, einkassieren wollte für den Dauerkarten verkaufte Vorsaison. Das war so meine erste Woche bei 60, das war wunderbar. Das hat dann der Manfred Obermeier und meine Wenigkeit gestimmt, der leider verstorben ist, der damalige Schatzmeister. Und ich hoffe, dass bei 60 ein bisschen aufwärts geht, dass kontinuierlich sich festsetzen, und zwar in der oberen Hälfte, nicht in der unteren, sodass man ständig zittern muss. Da braucht man aber eine massive Abwehr und einen sehr guten Torwart, das haben sie aber jetzt, Gott sei Dank. Und jetzt fehlt halt im Sturm noch ein bisschen was. Und Mech ist natürlich mit dem Daniel Birovka, dass der so schwer verletzt ist, dass der gleich gar nicht mehr auf die Beine kommt, scheinbar. Weil er natürlich schon fehlt, so ein Typ wie der ist, der ein Reißer ist und ein Kämpfer ist. Aber es wäre schon schade, wenn die 12 Jahre, die ich da meines Lebens für 60 gearbeitet habe, ehrenamtlich wohlgemerkt, wenn das für die Katz gewesen wäre. Das würde mich sehr tief treffen. Also ich wünsche dir, Lieben, alles Gute. Ich sage, dass es zusammenhaltet. Und das Grünwalder-Stadion wird nie gebaut werden. Das ist auch klar. Das ist noch ein Gruß an die Grünwalder-Fraktion, weil das einfach ein Wahnsinn ist, mitten in der Wohngebiet der Fußballstadion einbauen, weil das in England auch so ist. Wir sind nicht in England, wir sind in München. So ist die Wirklichkeit. Also dann, und alles Gute, Servus beieinander, für euch.